Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei mir, und zwar Bioshock Teil 1 Remastered Uncut. Ist einfach nur super. Jo, geil. Ja, beim letzten Mal, ich habe mir extra die Folge nochmal angeguckt, haben wir den Metal Kill Pavillon erobert. Quasi, wir sind gerade noch dabei, ihn zu erobern, und hier ist unsere Herzensdame. Komm her, du Puppe. Lecker. So, das ist unser Freund, der Bot. Hallo Bot. Durchsucht haben wir da drin alles, glaube ich. Wir gehen mal ganz kurz rein. Gucken uns noch mal ganz kurz um. Sehr warm hier bei mir gerade. Ich sitze nur im Unterhemd. Mir sehr leid für euch, ihr den Anblick ertragen müsst. Ja, hier ist eine Little Sister. Tag ist leer. Ey, was ist das? Ich bin ja schon ein bisschen müde. Es ist ziemlich spät. Ich muss aber jetzt noch eine Folge aufnehmen. Dann habe ich morgen keine Folge, und das möchte ich eigentlich nicht so. Dass es da in einem Stück kommt, alles, dass es gut funktioniert. Ich möchte bei euch schon gerne durchziehen. Hier, Tagger Splicer. Nö, hat nichts für uns. Wir auch nix. Auch nix, auch nix, auch nix. Önix, Onix, Onix. Hier, Schrank durchsuchen. Ist natürlich leer, super. Leer ist genau mein Ding. Hier kommt schon Wasser aus der Kühlung. Okay. Was ist hier, Mutti? Okay, wir suchen jetzt die Frau, die gerade Scheiße geschrien hat. Die muss noch viel mehr Scheiße schreien, wenn wir fertig sind. Oh, kein Kontakt. Okay. Geil. Ich komme ja durchstelzen, ich weiß es nicht. Ich habe niemanden gesehen, ehrlich gesagt. Ein Kontakt? What the fuck? Und dann hacken wir den natürlich gleich mal. Der ist schon unser auf unserer Seite. Also waren wir hier schon. Ist ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Was ist überhaupt die Aufgabe jetzt hier? Hey, waren wir schon? Ja, logisch, hier ist der. Ja, hier ist der verbrannte Kadaver. Der hat auch nichts für uns. Alles klar, hier waren wir schon. Sehr nice. Sehr gut. Die ersten 3 Minuten verschwendet für nichts. Hier waren wir auch, das erinnere ich mich. Da habe ich extra noch mal die Folge vorher geguckt, aber ja, gut. Also wieder hier hoch. Hier haben wir Bandskasten. Eine Säge, die ich leider nicht mitnehmen kann. Ich hätte die gerne mitgenommen, die Säge jetzt. Da waren wir eben drin, das weiß ich noch. Genau, wo geht's hier weiter, Freunde? Wo geht's hier weiter? Ach so, wir dachten aber bestimmt, war da nicht irgendein Hebel, den wir ziehen müssen? Tisch. Nee, nix. Nee, hier ist gar nichts, nur Eingeweide. Eingeweide. Lecker Pansen. Wollen wir natürlich jetzt auch nicht, denke ich mal. Hier irgendwas? Nö. Sehr gut. Hier geht's runter. Die Frage, ob das ein Rundgang ist. Ja, das ist halt ein Rundgang. Ah, das Wasser im Gesicht. Das scheint ein Rundgang zu sein. Was überhaupt die Possibility jetzt hier? Den haben wir gehackt da oben, den Kamera. Da hat er eben Feindkontakt, das war da auch ein Bug jetzt. Exit. Natürlich ganz klar. Achso, wir hinten jetzt vielleicht weiter. Ich schau mal ganz kurz, ich schau mal ganz kurz. Medical Pavillon. Hinweis, Rehab-System, Snacks, Medikamente, Hinweise, Forschung, das ist alles nur Blödsinn. Ach oh, ja, hol Steinmans Schlüssel. Der Zugang zur Tauchkugel kann nur mit einem speziellen Schlüssel erreicht werden. Atlas hatte ich informiert, dass Dr. Schweinman
den Schlüssel hat. Brian arbeitet bei Aesthetic Ideals im Chirurgieflügel des Medical Pavilion. Finde ihn und besorge den Notausgang. Aha. Das ist also unsere Possibility. Das ist eine Little Sister. The Gather's Garden. Ach gut, das haben wir jetzt nicht markiert. Zurück. Okay, Medical Pavilion. Eternal Flame. Natürlich nicht ganz richtig, denn. Hä? Wer schießt hier auf mich, Mann? Ach, Eternal Flame ist natürlich der angeschlossene Trakt zum Medical Pavilion. Zum medizinischen Pavillon. Sind wir denn hier im medizinischen Pavillon? Das ist doch die Frage. Wo ist Dr. Schweinman? I need Schweinman. Aber hier geht's dann irgendwo weiter. Ich bin nicht hinten. Nochmal auf die Map. Siehst du, das ist abgeschlossen. Ah, das ist der ewiges Licht. Rotabschaltung. Hier ist ein Gather's Garden irgendwo. Den brauchen wir aber jetzt leider nicht. Aber ich höre irgendwo jemanden. Hier Exit. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Jetzt ist es dauert. Hä? Er zur Hölle. Ein paar Dollar für uns und natürlich so einen schönen Schraubenschlüssel. Hier waren wir natürlich schon mehrfach. Das ist sehr gut. Das wird die super Folge. Ich überlege gerade, ob ich die Folge noch neu starte. Aber wir lassen das Let's Fail. Einfach. Genau. So, da sind wir nämlich, denke ich mal, hier falsch. Generell. Er schießt denn hier auf uns? Was ist das für eine Kacke, Mann? In der Krematorium. Siehst du, das war nämlich falsch. Chirurgie. Da. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deine Nächsten. Wer schießt denn hier auf uns? Gerade ist. Staat. Meine Fresse. Das Militär, der König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten "Denk nur an dich selbst" begonnen? Mal das mal hören, was der Andrew zu sagen hat. Sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. War's das, Andrew? Okay. Ja, die Menschheit ist schlecht. Haben wir jetzt gelernt? Paul Andrew Ryan. Nur bei ihm. Genetische Veränderung ist Schönheit, nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? So, dann betreten wir Aesthetic Ideals. Ästhetische Ideale. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Boah. Du musst deinen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Simon. Umut. Gott mag keine Brückeberger. Das Bleister lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du einen Telekinesen fest mit dem Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Neues Ziel, finde einen Telekinese, Plasmid. Peter Chamber war auf jeden Fall safe. Mehr cool. Dann sei, dass ich an manchen Stellen ein bisschen leiser bin, wenn die gerade reden, weil dann ist... Das liegt an deinem Gehirn, aber ich
Ach, dein Freund hat doch keine Ahnung. Willkommen im Zirkus der Werte. So, hier gibt's also auch keinen. Aber ich kaufe erstmal nichts. Oh, das Terrible war hacken hier. Und hacken. Wir müssen jetzt da hoch, da ist unser Way to life, unser Way to hack quasi. So, und dann gehen wir am besten erstmal hier. Ne, das geht nicht. Hier lang. Und hier lang. Hier lang. Und natürlich hier lang und hier lang und hier lang und natürlich bin jetzt ein gerades Stück. Ein ganz langes gerades Stück. Hier ist ein ganz langsam. Hier ist ein gerades Stück. Das fehlt uns und abgeschossen. Ergebnis, ja. Yeah. Sehr gut. Gegner werden daran sterben. Hacken ist gut für uns, denke ich mal. Verkaufsautomat hack ich jetzt nicht. Außer ich bräuchte was aus dem Verkaufsautomat. Dann werde ich die hacken, sonst eigentlich nicht. Habe ich so beschlossen. Für mich. So, Chirurgie, ja. Also müssen wir das Telekinese-Plasmid finden, um das wegzusprengen. So habe ich das jetzt für mich verifiziert. Information. Das ist natürlich die Frage. Also hübsche Menschen. Das Officer of Schweinmann. Ja, Menschen, die hier gearbeitet haben oder die hier arbeiten oder die jetzt Pleiser sind oder keine Ahnung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall da hochkommen, denke ich mal. Irgendwie. Kletterhaken gibt es hier leider nicht, wie bei Ark. Deswegen. Ich bleib mal bei Electro Bolt, ist erstmal eine Zeit lang, denke ich, weil das funktioniert echt gut. Zurück komme ich natürlich auch nicht. Doch, zurück komme ich. Aber der Big Daddy ist da links lang gegangen. Vielleicht. Der geht nicht auf. Vielleicht kommen wir da bei dem Big Daddy lang. Ja, deswegen stehen ja auch Gegner. Ich habe echt keine Munition mehr. Wir müssen mal mehr mit der Keule kämpfen, quasi mit Nahkampf, Mini-Weapons. Gut, dass wir dich haben, mein kleiner Freund. Du bist Chirurgie. Vielleicht kommen wir. Daddy Denturis. Ne, vielleicht mit Feuer, Alter. Warte mal. Vielleicht kommen wir durch die durch das zahntechnische Labor oder vielleicht finden wir da das Plasmid, was wir brauchen. Naja. Aber ich wechsle zurück auf Electro Bolt. Hamburg! Beste! Mit dem habe ich gar nicht gerechnet jetzt eben. Mit dem Angriff. So, Chirurgie, geil. Jetzt, weiß nicht, ob er das hätte vorher schon finden hätten sollen. Ich habe es auf jeden Fall nicht vorher gefunden. Liegt vielleicht an meiner Art zu spielen. Da liegt ein Tonband, oder? Nee, mal zu. Oh, Schrot. Geil, Alter. Hä? Was jetzt? Keine Respekt. Wow. Wow. Wirklich.
Mädchen. Alter! Ey, voll die, die Zombie-Horde hier war. Fick die Scheiße. Okay, jetzt haben wir so einen schönen Kram ein und so schönen Loot. Ja. Eine Kassette. Leer. Hat sich immer gelohnt, wir haben ein paar Dollar gemacht. Mit den Splicern. Den haben wir schon. Hier haben wir auch schon. Schade eigentlich. So, hier auch schon. Ja gut, wir haben jetzt nicht viel geschafft, aber wir wissen ungefähr, wie es weitergeht. Wir suchen und durchsuchen, in der nächsten Folge durchsuchen wir das Dentallabor. Und dann würde ich sagen, an der Stelle, so, ja, da haben wir eigentlich, eigentlich gar nichts geschafft heute. War jetzt nicht so geil, wir haben da ein bisschen abgelost. Aber wir, in der nächsten Folge werden wir das wieder aufholen, denke ich mal. Ein bisschen verpeilt, ich ist ein bisschen spät heute schon, ja, ein bisschen unkonzentriert. Aber ich muss noch aufnehmen, sonst habe ich keine Folge und das möchte ich nicht. Ich möchte in einem Stück das alles haben und ordentlich und deswegen... Ja, sage ich jetzt gute Nacht von an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und ja, tschüss.